Janina, zu dir. Japan-Reise auch gut hinter dich gebracht. Was hast du für ein Gefühl vom Heimweltcup? Freust du dich besonders drauf oder sagst du, oh, da ist auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl dabei? Nee, also ich freue mich eigentlich schon wirklich auf den Heimweltcup, weil gerade so die Familie kommen kann. Man nach Japan kann jetzt die Familie nicht hinterher reisen, weil hier nach Oberstdorf nicht so eine große Anreise. Und eben, so wie Katharina schon gesagt hat, man freut sich, wenn man ausfährt und man weiß, die Familie steht unten oder Bekannte und Verwandte. Und doch, also ich freue mich schon sehr auf den Weltcup. Bist du mit deiner Leistungsentwicklung auch zufrieden? Der Andi ist es. Oder bist du vielleicht so eine, die ein bisschen ungeduldiger ist noch und sogar noch weiter vorne reinspringen möchte natürlich? Also doch, ich bin jetzt eigentlich gerade mit den Leistungen in Japan auch ganz zufrieden, da ich mich auch jetzt ziemlich gut stabilisieren konnte und jedes Mal unter die ersten 20 gesprungen bin. Und natürlich werde ich daran arbeiten und schauen, dass sie noch weiterkommen. Aber jetzt für das erste Mal, also gerade jetzt, also ich war zwar das zweite Mal in Japan, aber so mit der ganzen Erfahrung und dem Wind bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ist die WM bei dir noch im Hinterkopf irgendwie, die Quali dafür? Also sagen wir mal so, ich werde jetzt halt in Oberstdorf noch mein Bestes geben und dann auf jeden Fall noch bei der JWM und man wird sehen, vielleicht schaffe ich es noch. Und ja, also sagen wir so, auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf die JWM und werde da mein Bestes geben.